nicht zuerst erörtern, was Heidegger unter der Gelassenheit versteht und wie er sie zur Frage nach der Technik verbindet. In einem zweiten Schritt werde ich dann Heideggers Polemos-Begriff bzw. die Auseinandersetzung analysieren, die sich um sein problematisches Position innerhalb des letzten Stadiums der Seinsgeschichte, das heißt innerhalb des Gestells, konzentriert. Der letzte Teil des Vortrags ist der Kritik der Technizität von Carl Schmitt gewidmet. Ich würde zu zeigen versuchen, inwieweit sich im Denken Schmitts und Heideggers einige komplementäre Auffassungen finden lassen. Heideggers Schrift, die Frage nach der Technik, ist offen geblieben. Sie fordert uns auf, mit dem Denken über das Wesen der Technik fortzuschreiten. Die Schrift liefert eine Diagnose und betont die in der modernen Technologie beinhaltete Gefahr und lässt zunächst die Frage nach einer etwaigen Therapie offen. 2 Jahre nach der Verlesung über die Technik hat Heidegger eine andere Verlesung gehalten, und zwar über die Gelassenheit, dieses Mal aber nicht vor der intellektuellen Elite und anderen Philosophen, sondern vor einem Publikum, das überwiegend aus alltäglichen Leuten bestand. Heidegger führt uns in dieser Verlesung nur zum Denken selbst. Er ließ jede Willenshandlung beiseite, weil es, wie er betont, töricht wäre, blindlings gegen die technische Welt anzurennen. Obwohl wir auf die technischen Gegenstände angewiesen sind, können wir auch etwas anderes tun. Ich zitiere: Wir können zwar die technischen Gegenstände benutzen und doch zugleich bei aller sachgerechten Benutzung uns von ihnen so frei halten, dass wir sie jederzeit loslassen. Wir können die technischen Gegenstände in Gebrauch so nehmen, wie sie genommen werden müssen. Aber wir können diese Gegenstände zugleich auf sich beruhen lassen, als etwas, was uns nicht im Innersten und Eigentlichen angeht. Wir können Ja sagen zu unumgänglichen Benutzungen der technischen Gegenstände und wir können zugleich Nein sagen, insofern wir ihnen verwehren, dass sie uns ausschließlich beanspruchen und so unser Wesen verwirren und zuletzt veröden. Wenn wir jedoch auf diese Weise gleichzeitig Ja und Nein sagen zu den technischen Gegenständen, wird dann unser Verhältnis zur technischen Welt nicht zwiespältig und unsicher. Ganz im Gegenteil, unser Verhältnis zur technischen Welt wird auf eine wundersame Weise einfach und ruhig. Wir lassen die technischen Gegenstände in unsere tägliche Welt herein und lassen sie zugleich draußen. Das heißt, auf sich beruht auf Dinge, die nichts Absolutes sind, sondern selbst auf Höheres angewiesen bleiben. Und Heidegger nennt diese Haltung des gleichzeitigen Ja und Nein zur technischen Welt mit einem alten Wort, die Gelassenheit zu den Dingen. Das bedeutet, wie Meister Eckhart die Gelassenheit betrachtet hat, dass wir in, obwohl nicht von, dieser technologischen Welt sind. Die Besinnung ist dann die wahre Stellung desjenigen, der denkt und die Frage stellt. Er weiß nämlich, und das trifft auch auf Heidegger selbst zu, dass es keinen Ausgang für uns gibt, sich außer des Gestells zu positionieren. Diese Einsicht befreit uns paradoxerweise von der Zwang, die Herrscher über die Technologie zu sein, denn die Technologie ist das Geschick der gesamten westeuropäischen Physik, Heidegger. Um die Besinnung, die in der Gelassenheit eingeschlossen ist, bestimmen zu können, trennt Heidegger sie vom rechnenden Denken, welches unter dem Zeichen der Technologie steht. Die Besinnung dagegen wendet sich zu dem, was in der Nähe liegt. Und gerade das Sein ist das, was uns am nächsten ist. Das Sein ist das Erste, das Nächste, weil der Mensch sich immer in die Öffentlichkeit des Seins findet. Deswegen ist die größte Gefahr nicht die technischen Dinge selbst, wie zum Beispiel Atombombe, sondern der mögliche Umstand, dass das rechnende Denken uns die Seinsfrage ganz verdecken kann, sodass wir überhaupt nicht mehr eine Frage mit Rücksicht auf das Sein stellen können. Mit anderen Worten,
Der Mensch wird nicht mehr der Protagonist einer Auseinandersetzung zwischen Dasein und Sein selbst. Hier muss man bemerken, dass Heidegger sich innerhalb der Geschichte des Seins findet, in ähnlicher Weise wie auch Hegel. Es öffnet sich das Problem seiner eigenen Stelle im Zeitalter der Technik. Um über das Wesen der Technik überhaupt sprechen zu können, muss Heidegger sich außerhalb der Geschichte der Metaphysik finden. Dieses Problem lasse ich offen und wende mich jetzt dem nächsten Schritt dieser Untersuchung zu. Um die heideggerische Übersetzung von Polemos als eine Auseinandersetzung verstehen zu können, werde ich einige Paragraphen aus der Einführung in die Metaphysik, worin Heidegger seine Interpretation vom Heraklitus Fragment 53 gab, analysieren. Einführung in die Metaphysik ist die Vorlesung, welche Heidegger 1935 gehalten hat. Zwei Jahre früher, im Sommer 1933, hat Heidegger einen Brief an Carl Schmitt geschrieben, um sich für den Exemplar der dritten Ausgabe des Begriffes des Politischen zu bedanken. In diesem Brief finden wir seine erste Erwähnung dieses Fragments von Heraklitus. Heidegger sagte dort, dass er schon seit Jahren eine solche Auslegung mit Bezug auf den Wahrheitsbegriff bereitlegt. Es scheint so, dass Schmitts Analyse der Heraklitus-Fragment Heidegger beeinflusst hat, sodass wir ihn im nächsten Jahr im Rahmen der Vorlesung über die Hölderlingsheime Germanien nochmals vorfinden. Darin lässt sich nämlich folgende Übersetzung der Fragment 53 finden. Der Kampf ist allen Seienden zwar der Erzeuger, allen Seienden aber auch Beherrscher. Und zwar die einen macht er offenbar als Götter, die anderen als Menschen. Die einen stellt er hinaus als Knechte, die anderen aber als Herren. In der Vorlesung Einführung in der Metaphysik aus dem nächsten Jahr übersetzt Heidegger auf eine eigenartige Weise diesen Fragment. Auseinandersetzung ist allem Anwesenden zwar Erzeuger, der auch gehen lässt, allem aber auch waltender Bewahrer. Sie lässt nämlich die einen als Götter erscheinen, die anderen als Menschen. Die einen stellt sich heraus als Knechte, die anderen aber als Herr. Wir können sehen, dass Polemos in der Heldinnenverlesung als Kampf und in der Einführungsverlesung als Auseinandersetzung übergesetzt wurde. Um die Implikationen davon zu verdeutlichen, ist es notwendig, den ganzen Paragraph einer Untersuchung zu unterziehen. Ich werde an dieser Stelle aber nur die wichtigsten Stellen lesen. Der hier genannte Polemos ist ein vor allem göttlichen und menschlichen lautender Streit, kein Krieg nach menschlicher Weise. Der von Heraklit gedachte Kampf lässt im Gegeneinander das Wesen der allererst auseinandertreten, lässt Stellung und Stand im Anwesen erst beziehen. Im solchen Auseinandertreten eröffnen sich Klüfte, Abstände, Weiten und Füge. In der Auseinandersetzung wird Welt. Die Auseinandersetzung trennt weder noch zerstört sie gar die Einheit. Sie bildet diese, ist Sammlung, Logos. Polemos und Logos sind dasselbe. Der hier gemeinte Kampf ist ursprünglicher Kampf, denn er lässt die Kampfenden allererst als solche entspringen. Der Kampf entwirft und entwickelt erst das Unerhörte, bislang Ungesagte und Ungedachte. Dieser Kampf wird dann von den Schaffenden, den Dichtern, Denken, Staatsmannen getragen. Mit diesen Werken kommt erst das Walten, die Physis im Anwesenden zum Stand. Das Seiende wird jetzt erst als solches sein. Dieses Weltwerden ist die eigentliche Geschichte. Kampf lässt nicht als solcher nur entstehen, sondern er allein bewahrt auch das Seiende in seiner Ständigkeit. Wo der Kampf aufsetzt, verschwindet zwar das Seiende nicht, aber Welt wendet sich weg. Das Seiende wird nicht mehr behauptet, das
das heißt auf solches gewahrt, es wird jetzt nur vorgefunden, ist Befund. Das Fallende ist nicht mehr das in Grenzen geschlagene, das heißt in seine Gestalt gestaltet, sondern nur noch das Fertige, als solches für jedermann verfügbare, das Vorhandene, darin keine Welt mehr waltet. Vielmehr schaltet und waltet jetzt der Mensch mit dem Verfügbaren. Das Seiende wird der Gegenstand, sei es für das Betrachten, sei es für das Machen, als Gemachte und Berechnen. Das ursprünglich waltende die Physis fällt jetzt herab zum Vorbild für das Abbilden und Nachmachen. Natur wird jetzt ein besonderer Bereich im Unterschied zur Kunst und zu allem Herstellbaren und Planmäßigen. Das Seiende wird nur dadurch im Schein seiner Ständigkeit gehalten, dass es zum Gegenstand für die endlose Betriebsamkeit gemacht wird. Wenn die Schaffenden aus dem Volk gewichen sind und nur noch als abseitige Merkwürdigkeit, als Zierrat, als lebensfremde Kauze gerade noch geduldet werden, wenn der eigentliche Kampf aussetzt und sich in das bloß Polemische, in die Umtriebe und Machenschaften des Menschen innerhalb des Vorhandenen verlagert, dann hat der Verfall schon begonnen. In meiner Analyse werde ich mit der grundlegenden Bemerkung Heideggers anfangen, dass Polemos und Logos dasselbe sind. Das heißt zugleich Mitteilung und Kampf. Ich erinnere hier nun an das Paragraph 74 von seiner Zeit, wo Heidegger diese zwei Begriffe zum ersten Mal in eine Beziehung zueinander setzte. Auseinandersetzung bedeutet ferner eine Setzung auseinander. Diese Setzung der Auseinandersetzung ist Logos, ein Herausstellen, nämlich das Stellen und die Differenzierung. In der Auseinandersetzung werden die verschiedenen Seiten herausgestellt und daher notwendigerweise in die verschiedenen Arten des Streites eingeführt, von etwa der philosophischen Diskussion bis zu der Auseinandersetzung im Krieg. Jede philosophische Auseinandersetzung ist Polemos, nicht nur weil jeder philosophische Standpunkt sich mit der Geschichte des Denkens auseinandersetzen muss, sondern auch weil Heidegger zufolge das wahre Denken immer das Denken des Seins ist. Die Auseinandersetzung ist dann die grundlegende Struktur des menschlichen Wesens. Auseinandersetzung geschieht daher zwischen Dasein und Sein, weil das Dasein nicht etwas Seiendes ist, sondern eine Auslegungsart. Die Frage nach dem Sein, welche nur das Dasein stellen kann, braucht eine Auseinandersetzung. Jede Seinsfrage impliziert dann eine Auseinandersetzung mit dem Sinn der Welt. Deswegen sagt Heidegger oben, in der Auseinandersetzung wird Welt und dieses Weltwerden ist die eigentliche Geschichte. Wir wissen, dass die Frage der Technik für Heidegger eine Frage ist, welche sich in ihrem Sinn in der Geschichte des Seins eröffnet, nämlich in der Geschichte der Vollendeten mit Physik und in der Zeit des Gestells. Deswegen spricht Heidegger auch im oben angeführten Paragraph, dass das Seiende jetzt nur vorgefunden wird, ist auch sein Befund. Das Seiende wird Gegenstand, sei es für das Betrachten, sei es für das Machen, als Gemachte und Berechnung. Die Natur fällt herab zum Vorbild für das Nachmachen und der Verfall, laut Heidegger, hat schon begonnen. Im Modus des Gestells ist alles zum Bestand nivelliert und gleichförmig gemacht. Und die größte Gefahr liegt Heidegger zufolge in dem, dass das Sein und das Dasein nicht mehr in Polemos, in die Auseinandersetzung zusammenfinden können. Gibt die Bestimmung der Gelassenheit vielleicht eine Antwort auf diese Gefahr? Und nun können wir die Antwort auf unsere Frage geben. Die Frage lautet nämlich, beinhaltet noch die Gelassenheit den Sinn der Auseinandersetzung zwischen Dasein und Sein? Erinnern wir uns an eine der wichtigsten Stellen im Heideggerschen Technikaufsatz. Ganz am Ende dieser Schrift steht,
weil das Wesen der Technik nicht technisches ist. Darum muss die wesentliche Glaube der Technik und die entscheidende Auseinandersetzung mit ihr in einem Bereich geschehen, der einerseits mit dem Wesen der Technik verwandt und andererseits von ihm doch grundverschieden ist. Das Wesen der Technik liegt also im Gestell, welches Name sagt, zur Technik gesprochen und von ihr Denken gehört, dass ihr Wesen eine Epoche des Seins bestimmt, weil ihr Wesen das Stellen im anfänglichen Geschick des Seins berührt. Diese entscheidende Auseinandersetzung ist dann das, was uns weiterführt, uns aus des Gestells setzen zu suchen. Damit wird die Gelassenheit auch nach Heidegger zum Polemos als Auseinandersetzung zugehören. Diese Auseinandersetzung ist kein Rechnen des Denkens, sondern das besinnliche Nachdenken, unter welchem aber keine Art von Passivität oder Aktivität gemeint ist, weil die Gelassenheit nicht in den Bereich des Willens gehört. Die Auseinandersetzung zwischen dem Mensch und dem Sein innerhalb der Gelassenheit geschieht auf das sich loslassen aus dem transzendentalen Vorstellen und so ein Absehen vom Wollen des Horizontes und sich mit dem Wesen der Technik in die Offenheit des Geheimnisses auseinanderzusetzen. Wir haben gesehen, dass Heidegger im angeführten Abschnitt aus der Einführung in die Metaphysik legt auch dem Staatsmann die Bestimmung bei, dass er neben Dichten und Denken durch seinem Werk das Walten bzw. die Physis im Anwesenden zum Stand bringt. Damit entsteht die Welt und wird zur eigentlichen Geschichte. Deshalb bekommt Polemos auch die ontologisch-politische Bestimmung, denn es zeigt, wie die Kategorien des Politischen ihren Sinn bekommen. In seiner Vorlesung über Nietzsche hat er gesagt, dass die Auseinandersetzung die Entschlossenheit der Grenzen ist. Die Grenzen bedeutet weiter das Moment des Geburts alles Großen. Auseinandersetzung stellt das Seiende in seiner Grenzen heraus. In einem Moment denkt Heidegger ähnlich wie Carl Schmitt, ich zitiere, Anerkennen ist nicht schon Zustimmung, wohl dagegen die Voraussetzung für jede Auseinandersetzung. Hegel ist nicht weit von dort mit seiner Haltung aus der Phänomenologie des Geistes, seine Grenze ließen heißt, sich auch zu opfern ließen. Ich will nicht bei dieser Gelegenheit in einer detaillierten Analyse gehen, noch gibt es einen Raum für eine solche. Inwieweit schuldete die politischen Äußerungen Heideggers aus den 30. Jahren des vorigen Jahrhunderts ihre Entwicklung dem Begriff des Politischen von Carl Schmitt? Denn die Gruppierung Feind-Freund finden wir auch in den Vorlesungen Heideggers. Es wird mich dagegen Schmitts Kritik der Technik interessiert, welche er in den 20. Jahren voriges Jahrhunderts in dem Anhang zum zweiten Ausgabe des Begriffes des Politischen unter dem Titel Das Zeitalter der Neutralisierungen und Entpolitisierungen entwickelt hat. Ich denke, dass wir einigen Momenten dieser Kritik auch in der Stellungnahme des späten Heidegger finden können. Ähnlich wie Heidegger betont Schmitt, dass das Wesen der Technik nicht etwas Technisches ist. Er unterscheidet die Technizität von der Technik, welche als materielle Manifestation der mechanischen Prozesse aufgefasst ist. Mit dem Begriff der Technizität fasst Schmitt den religiösen Glaube der Technik als etwas Magisches auf. Im Sinn, dass für eine solche Religion des technischen Fortschritts allen bestehenden Problemen sich durch den technischen Fortschritt von selber lösen werden. Der Geist der Technizität ist Geist, vielleicht teuflischer Geist, schreibt Schmitt, aber nicht der Technik zuzurechnen. Dieser Geist der Technizität ist nicht Technisches und Maschinelles, sondern die Überzeugung einer aktivistischen Metaphysik. Der Glaube an eine grenzenlose Macht und Herrschaft des Menschen über die Natur
sogar oder die menschliche Physis. Diese magische Technizität ist nur ein Ergebnis für Schmidt, nämlich das Ergebnis der allgemeinen Tendenz zu einem geistigen Neutralismus, der für die europäische Geschichte der letzten Jahrhunderte charakteristisch ist. Und was bildet zugleich die geschichtliche Erklärung für das, was man als Zeitalter der Technik bezeichnet hat. Man glaubt heute, nach so Schmidt, dass man in der Technik den absolut und endgültig neutralen Boden gefunden zu haben. Denn scheinbar gibt es nichts Neutraleres als die Technik. Sie dient jedem. Es ist also der Boden eines allgemeinen Ausgleichs zu sein. Einer allgemeinen, wie Heidegger sagte, Gleichförmigkeit. Wie Heidegger legt auch Schmidt eine Geschichte aus, für welche stellt die Technizität die letzte Stufe dar. Diese Geschichte ist im Kern die fortschreitende Neutralisierung der Zentralgebiete menschlichen Daseins. Schmidt folgt der Ursprung des Geistes der Technizität nicht zurück zu alten Griechen wie Heidegger, für wem ist die schrankenlose Herrschaft der modernen Technik in jeder Ecke dieses Planeten nur die späte Folge einer sehr alten technischen Auslegung der Welt, welche Auslegung sonst Metaphysik heißt. Im Gegensatz dazu, das Gebot des technischen Geistes ist nach Schmidt ein ganz modernes Phänomen. Nach den theologischen Streitigkeiten des 16. Jahrhunderts versuchte die europäische Menschheit ein neutrales Gebiet, in welchem der Streit aufhörte. Die Sphäre der Technik schien daher als eine Sphäre des Friedens und der Versöhnung zu sein. Aber es gehört zur Dialektik, dass immer wieder das neu gewonnene neutrale Gebiet sofort wieder Kampfgebiet wird. Die Technik ist immer nur Instrument und eben weil sie jedem dient, ist sie nicht neutral. Sie ist mit der Doppelseitigkeit bezeichnet. Sie kann revolutionär und reaktionär sein, der Freiheit und der Unterdrückung dienen und so weiter. Und hier liegt das die größte Gefahr für Schmidt. Die Technik ist kein neutraler Boden und jede starke Politik wird sich ihrer bedienen. Die Folge darauf wird, dass heute der schrecklichste Krieg nur im Namen des Friedens, die furchtbare Unterdrückung nur im Namen der Freiheit vollzogen wird. Die Zeit der Neutralisierung ist damit für Schmidt noch 1929 beendet. Und deswegen konnte Heidegger in der Spiegel-Interview sagen, dass die Weltkriege nicht entschieden haben. Denn sie waren nur die Ergebnisse des Gestalls, oder wie Schmidt es nannte, der Technizität. Es ist merkenswert, dass beide, Heidegger und Schmidt, gerade in Russland die Macht gesehen haben, die mit der vollständigen Technisierung verknüpft ist. Nach Schmidt haben die Russen die spezifische europäische Idee der Technik anerkannt und vollendet. Und daraus die letzte Konsequenzen gezogen. Auf russischem Boden wurde mit der Antireligion der Technizität ernst gemacht. Heidegger verknüpft sich an dieser Analyse Schmidts mit seiner Haltung, dass die Technik ihrerseits durch die Politik betrieben wird und betrachtet in seiner Parmenides-Vorlesung 1942-43, dass die bürgerliche Welt, das ist Westeuropa, noch nicht gesehen hat, dass im Leninismus, wie Stalin diese Metaphysik nennt, sich ein metaphysischer Vorsprung vollzogen hat, aus dem in gewisser Weise erst die metaphysische Leidenschaft des jetzigen Russentums für die Technik verständlich wird, aus der es die technische Welt zur Macht bringt. Nicht dies, dass die Russen zum Beispiel immer noch mehr Traktorenwerke bauen, ist das erst Entscheidende, sondern dass im Vorhinein schon die vollständige technische Organisation der Welt, der metaphysische Grund der Planung und alles vorgesehen ist. Und dass dieser Grund von Grund aus und unbedingt erfahren und in den arbeitenden Vollzug gebracht wird. Alles hängt davon ab, nach Heidegger, ob die Einsicht in das metaphysische Wesen der Technik für uns geschichtlich notwendig wird, wenn das Wesen der abendländischen geschichtlichen Menschen gerettet bleiben soll.
Die nächsten späten Jahre hat Heidegger sich wesentlich mit der Frage der Technik auseinandergesetzt. Und am Ende will ich noch eine Frage stellen. Nämlich, beinhaltet der Gefühlsbegriff eine Pluralität in sich? Wenn ja, besteht dann die verschiedene Auseinandersetzungsarten zwischen der sozusagen lokalen Gefühlten? So, das verstehe ich nicht, das ist ein Problem.